doch gerne wissen, worauf freust du dich denn im Speziellen bei dieser Runde? Also ich freue mich total, dass es ein deutschsprachiger Immersion-Workshop ist mit tollen Frauen aus der deutschsprachigen Praxis und der deutschsprachigen Community. Und das ist eben genauso, wie es eben leichtfüßig möglich war, Keith und Henry bei unserem Immersion-Workshop plötzlich einzubinden. Einfach als wir umgeswitcht hatten, habe ich so viele Möglichkeiten gesehen. Und diesen Geist nochmal wieder aufleben zu lassen, zu sagen, so ja, hier Ruhrgebiet, Berlin, Zürich. Klar, machen wir das. Das freut mich, das nochmal so, so zu leben. Und das andere ist, mich freut, dass alle so eine steile Lernkurve gemacht hatten und nochmal wieder auf einer anderen Basis ansetzen kann. Also ich freue mich, dass die Arbeit mit Whiteboards auf einem guten Weg ist und auf einer guten Basis ist, von der aus man weitermachen kann. Und dass das visuell noch spannender wird. Und was ist bei dir? Ja, ich freue mich auch sehr auf den Workshop Ende September und die Vorbereitung allein schon mit Katrin und Nicole macht riesen Spaß und dieses Dreieck von Berlin ins Ruhrgebiet nach Zürich zu spannen ist einfach eine tolle Sache. Auch das in Deutsch zu machen, finde ich nochmal was sehr Besonderes und ich freue mich darauf, dass wir auch jetzt sehr viel achtsamer und differenzierter bereits mit den Erfahrungen, die wir jetzt über dieses letzte halbe Jahr nochmal vertieft gemacht haben mit der virtuellen Anwendung, dass wir auf der aufbauen können. Ich freue mich auch total auf unsere Teilnehmer. Ich glaube, das sind ganz spannende Leute schon dabei und auch auf die noch dazukommen. Denn das, was wir ja auch teilen in dieser Arbeit, ist ja, dass wir sagen, lass uns diese Gruppenintelligenz heben, ne? Dass es so weggeht von dieser Kultur dieses Trainertums, sich vorne hinzustellen oder sich auf eine Bühne zu stellen und was rauszukippen, mehr in diese co-kreative Energie und die auch nochmal so wieder zu erleben, da das ist echt so eine echte Vorfreude in mir. Ja. Ja, dann lass es durchstarten. Ja, jetzt gehen wir einmal in den See und dann sind wir frisch, um uns das Storyboard anzugucken. Absolut.